Herzlich willkommen bei Felgenrinniger. Ja, wir sind gerade hier in dem Büro. Halt das eigentlich, wenn ich jetzt hier so rede? Nein, alles gut. Wir sind gerade hier in unserem Büro, was wir umbauen, oder unserem was ist das hier, ein Wärterhäuschen? Hast du gesagt, letztes Jahr dort eins war. Ja, war eins. Ich habe sogar was Cooles gefunden, das habe ich gerade in der Hand. Guck mal. Oh, warte, warte, ja. XSK heißt Black and White VIP Indoor. Von wann ist die denn? 2013. 15.06.2013. 7 Jahre alt. Ja. Schönen Gruß nach Dresden an die XS-Jungs. Bastel war ja Freitag hier bei uns. Habe ich nicht geschafft, Freitag. Für die V-Klasse neue Reifen gekriegt, hat Björn seine Dings mitgenommen, seine Rottiform, die wir hochglanz verdichtet haben. Ja, wir haben Post gekriegt, also nicht wir haben Post gekriegt, wir haben Teile gekriegt. Wir können heute ein Projekt anfangen oder beenden anfangen. Also wir haben es ja schon, habt ihr schon in einem anderen Video gesehen, der 735, der bei uns auf dem Hof steht. Dafür sind endlich die Betten gekommen. BBS hatte da ewig Lieferzeiten drauf. Das heißt, wir bauen heute BBS E50, nicht in Gold, sondern in Silber, einmal mit euch zusammen. Da ist das gute Stück, E23, 735 von Marco. Der steht jetzt schon ein bisschen hier, weil wir mussten erstmal das Fahrwerk so ein bisschen anpassen. Ist ein KW Gewinde verbaut. Er ist auch auf Achse hergefahren, finde ich ganz cool, von Essen. Jetzt sind die Teile dafür da, E50. Ja, bauen wir zusammen. Ich finde die Innenausstattung finde ich ganz geil. Kann ich auch mal zeigen. So, man, ohne dass es sich spiegelt? Ja, ein bisschen, ne? Also auch einen Schlüssel einfach holen, ne? Sieht so neu gemacht aus, ne? Na, geht schon. Oder? Hat er was erzählt, ob die neu gemacht sind? Nee, ne? Nee, aber die sieht komplett neu aus. Ne? Ja. Würde sie sicherlich neu gemacht haben. Jo. Gefällt mir auf jeden Fall. So, die beiden Schmuckstücke nebeneinander. Ne? Aber. Da sieht der 124er klein aus irgendwie, ne? Was? Ein bisschen? Find's nicht? Guck mal, wir werden gleich angelacht hier. Einer von den Kartons. Oh, die Werkstatttür wieder. So schön ruhig hier, ne? Wollen wir den Leuten verraten, was heute für ein Tag ist? Im Vergleich zum letzten Mal? Ja, sag. Heute ist Sonntag. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so nur für euch aber, ja, am Sonntag. Drehen wir. Filmst du mich jetzt hier? Ja, wie du dich quälst. Wie ich mich quäle? Dafür, dass du im letzten Video, wo du deine Schuhe zugebunden hast, als die anderen die Reifen aufgezogen haben. Ah, das ist doch gar nicht schwer. Das Ding ist auch, dass hier noch viel mehr Zeugs drin ist. Also hier sind ja nicht nur 8 Betten drin. Ja, das hätte mich jetzt stark übernommen. Hier sind wirklich viele Betten sogar drin. Weil es sind ja mehrere Sätze, die wir zusammen brauchen. Einmal wollten wir ja, wo habe ich das Messer? Einmal sind die Betten dabei für W124. Wir wollten noch die Hinterachse breiter bauen. Die sind jetzt gekommen. Die sind auch dabei. Und jetzt seht mal, wie lang das Video her ist. Wann haben wir das Video gebracht? Mit dem. Bestimmt 4 Wochen her, ne? Nee, ist länger her. Soll ich mal schnell gucken? 81 Tage. Ja, 2 Monate. Länger. 2,5 Monate. Mhm. 4, 6, 7, 8. 12, 18, 23 Betten. Sterne auch oder wirklich bloß Betten? Nur Sterne. Nur Betten. Nur Betten. Wir haben 0 zu. Ah, die Dings sind auch mit dabei. Für die Messer. Für den Golf 1. Achso, der hier war zum Vermessen. Genau. Die sind mit dabei. Für eine Bestellung von 2 Kunden weiß ich, die im Online-Shop bestellt hatten, ist mit dabei. Aber die haben jetzt erst bestellt, nicht vor 2,5 Monaten. Die haben letzte Woche bestellt. Die sind auch mit dabei. Weil wenn ihr nämlich zum Beispiel BBS Motorsportbetten braucht, braucht ihr uns jetzt gar nicht mehr schreiben und warten, dass ich irgendwann mal endlich zurückschreibe, sondern alle BBS Motorsportbetten, Innen- und Außenbetten, sind bei uns im Onlineshop drin. Da seht ihr gleich die Preise und könnt auch dort bestellen. So. Geht los hier, ne? Reicht oben drauf. Und Innenleib passen dazu? Oder die sind auf keinen Fall sind die sortiert. Auf gar keinen Fall. Nee. Kommt immer irgendwie durcheinander, ne? Ja, ich denke mal, die sind platzsparend verpackt. Ja, gucken. Jetzt seht ihr, können wir auch gleich nochmal zeigen. Es gibt verschiedene Innenbetten. Das hatten wir schon mal in einem anderen Video gesagt, aber für die Leute, die es nicht gesehen haben, kann ich es ja nochmal wiederholen. Im Motorsportbereich gibt es ja diese Negativ-Innenbetten. Sind auch gleich welche dabei, zeige ich euch. Oder wir packen die erstmal aus. Genau, das ist natürlich richtig geil. Gleich mal jetzt kann ich es euch zeigen.
So. Hier ist die gerade Kante mit drin, oder hier ist so eine Kante mit drin. Da geht kein Negativ-Außenbett drauf. Würde quasi hier anschlagen. Das linke Bett ist für Negativkante gebaut. Also quasi für 0 Zoll, für 0,5 oder 1 Zoll Negativ-Außenbett. Und dafür braucht ihr diese speziellen Innenbetten. Hm. Da passen die nicht. So, da wir aber den Satz in Breit bauen, mit quasi einem 3 Zoll Außenbett, naja, wird das quasi hier nicht benötigt. Ne? Im Endeffekt könnte man das Innenbett hier mit der Negativkante oder für Betten mit Negativkante auch so verbauen, das würde auch gehen. Mhm. Aber das andere Außenbett würde nicht drauf gehen. Ich kann mal gucken, wie wir jetzt sehen. Guck mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein 0 Zoll Außenbett. 0 mal 17. Mhm. Und hier innen drin ist halt die Kante. So, wenn wir das Bett jetzt nehmen und auf so ein Bett bauen würden, passt das nicht. Warte. Da liegt er an, ne? Kannst auch von oben siehst du, die liegen nicht auf, ne? Hast du diesen Abstand hier dazwischen? Ja. So, und bei dem Bett geht's drüber. Mhm. Warte. Ich räume jetzt nochmal einmal alles zur Seite, such die ganzen Betten zusammen, die wir für den EED23 brauchen. Die Sterne sind ja schon da, ne? Die Sterne sind schon da, ja. Die sind schon sehr lange da. Bloß wir mussten ja erst, weil wir haben noch nie einen E23 gehabt. Das heißt, wir haben erst die Sterne bestellt, haben die dann am Fahrzeug angebaut, haben das Ganze dann vermessen am Fahrzeug, waren mir einfach die Nummer sicher, bevor wir da irgendwas probieren, was vielleicht und könnte. Und haben dann danach die Betten darauf bestellt. Sodass dann gewisse Betten nicht lieferbar waren, war halt blöd, aber ist halt bei vielen anderen, dass da Wartezeiten drauf sind. Das ist sowieso, also so ein Satz Motorsporträder oder andere Dreiteiler, egal ob du die jetzt bei Messer bestellst, Rad 48 oder weiß ich wen, da hast du immer Lieferzeiten drauf, würde ich jetzt pauschal sagen, von 1 bis 4 Monaten, wenn nicht sogar noch länger. Hm. Ja gut, ne? Von jeder Größe irgendwas da zu haben, ist ja auch... Ne? Ist nie. Außerdem willst du ja auch immer das perfekt anpassen für die Leute. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Felgensterne. Ne? Also nicht jeder 4x100 Felgenstern ist der gleiche, hat ja mit dem Bund hinten dran, mit der Bundhöhe zu tun. Ne, wenn du eine große Bremse fährst, brauchst du einen mit einer größeren Bundhöhe. Und wenn du einen mit einer kleinen Bremse fährst, mit einer kleineren Bundhöhe, dann kannst du halt ein größeres Außenbett verbauen. Hm. Und deswegen ist sowas immer komplett Anpassungssache, damit das Ding wirklich perfekt wird. Ne? Sicherlich hast du irgendwann ein Gefühl dafür, was so viele Sachen wissen wir auch so, was geht. Aber E23 habe ich noch nicht gemacht. Und es war mir einfach eine Nummer sicher, das wirklich vernünftig zu vermessen. Außerdem will ich auch, dass der Kunde happy ist. So, haben wir jetzt einmal alles sortiert. 7,5 Innenbetten und 6er Innenbetten. Sowie 2,5, ja, ne? Ja. 2,5 Außenbetten für vorne und 3 Zoll außen für hinten. Wird dann quasi vorne eine 8,5 und hinten eine 10,5. Richtig, 10,5? 10,5. Muss ich gerade nochmal nachdenken. Gut, das Coole bei den Motorsportfelgen, es macht echt Spaß, die zusammenzubauen. Wir arbeiten ja immer mit Dichtringe. Ist aber so cool, neue Teile auszupacken, ne? Mein Paket von LSK-Tech ist auch gekommen letzte Woche. Oh, was ist da drin? Die Erstmotorenteile. Oh. Kolben, Pleuel, Ventile. Für ein Turbo? Federn. Jo. Dafür, dass er bloß 30 mal 20 cm groß war oder so, okay. War das ganz schön teuer. Deswegen mache ich kein Motortuning, weil ich stecke lieber ein Geld in Felgen. Kannst du auf jeden Fall auch mal wieder ein Video drüber bringen, ne? Na, aktuell noch nicht. Ich bin jetzt aber fast fertig mit Motorraum und Achsen. Ja, dann wird mal Zeit, ne? Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, ob ihr Bock habt, dass Chris mal wieder so ein Video macht. Na, ich hätte gesagt, ich bringe was, wenn der Blockkopf fertig ist und ich das Getriebe wiederhole. Ich sehe es auch mal an den Klicks, dass das Projekt, wenn es um deinen Golf 3 geht, wird immer ganz geil angenommen. Ja. Also mehr als gewisse andere Projekte. Wie gesagt, jetzt würde es sich gerade nicht lohnen, aber ich könnte das ja machen, wenn ich den Block abhole oder sonst was, dass ich das dann mitnehme mit der Kamera. Ja, auf jeden Fall. Und die Leute sehen. Oder das Getriebe oder sonst was. Wie habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt, einiges kann man einfach nicht selber. Und so ein Getriebe vermessen und so kann ich nicht. Dichtring ist quasi Aluminium mit einer Dichtnaht oder mit einem Dichtgummi. Schön drauflegen. Dann Außenbett. Da quetscht dann quasi bloß hier diesen genau. Dichtgummi ein, ne? Wir, muss ich wirklich sagen, ich dichte das Ganze immer nochmal ab mit einer Silikon- oder mit einer MS-Polymer-Dichtnaht. Weil BBS Motorsport, ich habe das zwar schon öfters mal in den Videos gesagt, aber letztens hat mich ein Kommentar darauf hingewiesen. Ja, aber wir gucken ja nicht alle Videos, also soll ich es bitte nochmal genauer erklären. Ja, na klar. BBS Motorsport hat es gebaut.
damit auf Rennstrecke und Co. das Ganze sehr schnell gewechselt werden kann. Deswegen dichten die nicht extra mit einer Naht ab. Das heißt, du kannst es einfach auseinanderbauen, wenn ein Bett kaputt gefahren ist, neuen Dichtring drauf, beziehungsweise gibt es ja die Gummis auch extra, kannst es wieder zusammenschrauben und es hält. Da wir aber extrem viele Kunden haben, die mit den Autos nicht Rennstrecke fahren, sondern so einen Satz einmalig kaufen und dann, ich sag mal, die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre oder gar nicht mehr auseinanderbauen, empfehle ich immer abzudichten, weil es hält einfach länger. Weil zu 100% dicht ist das System auf lange Zeit nicht. Ne? Und selbst BBS Motorsport sagt, einmal im Jahr den Satz auseinanderbauen, revidieren. Deswegen machen wir immer noch mal extra die Dichtnaht drum. Wir haben einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht. Ich weiß es selber, das hält nicht zu 100% über längere Zeit. Mhm. Ne? Gut. Ja, dann Felgenstern drauf. Habe ich schon gezeigt, dass der Silber ist? Haben wir darüber schon gesprochen? Naja, auch im letzten Video, aber wenn das schon so lange her ist, wie gesagt, einige haben das ja dann sicher nicht gesehen. Ja, ich find's geil. Man muss auch mal nicht immer nur Gold. Achso, jetzt sieht man das aber auch gerade mal mit den Einziehmotor hier, ne? Genau. Weswegen das so gut zu montieren ist. Da. Wir drehen das Ganze gleich einmal um. Dann werden von hinten die mit Loctite die Schrauben reingeschraubt. Schön anziehen, Drehmoment nochmal. Dann ist quasi das Rad eigentlich schon fertig, außer bis auf die Dichtnaht ziehen. Ne? Ja, hier haben wir schon mal alles vorbereitet. Loctite drauf, ne? Unterlegscheiben mit dabei, weil Motorsportfelgen hat man immer die Schraube und eine Unterlegscheibe mit. Natürlich echt entspannter, ne? Als wenn du jetzt die ganze Zeit auf der anderen Seite immer noch gegenhalten musst, ja. mit der Ratsche und so. Ja. Aber wir dürfen den Leuten nicht sagen, dass das einfacher ist. Dann denken die ja, oh ne, das kann ich. Beziehungsweise die Leute sollen ja auch zum Teil selber schrauben, ne? Also war hinten Spaß mit, das dürfen wir euch nicht sagen. Deswegen machen wir das Ganze ja, weil ich und Chris euch zeigen wollen, dass man halt einige Sachen auch selber machen kann, wenn man ein bisschen handwerklich was kann. Wenn du natürlich zwei linke Hände hast, dann würde ich es nicht empfehlen. Ja, also... Aber wenn man... Man muss halt immer gucken, dass so ein Rad das Wichtigste ist am Auto eigentlich, ne? Genau. Und deswegen wollen wir ja zeigen, dass es geht. Darum ja, einige ja. wollen ja auch alles, ne? Einige sagen ja immer, oh, ich möchte lieber selber schrauben oder ja. selber bauen. Ist ja auch an sich kein Hexenwerk, ne? Nein, du musst so gewisse Sachen... Muss man halt dran denken, die vernünftig abzudichten, einen gewissen Drehmoment zum Anziehen der Schrauben. Ne? Wenn man den Satz auseinanderbaut, empfehle ich auch immer neue Schrauben zu verbauen. Ne, jetzt hier so eine Motorsportschraube liegt, glaube ich, bei 89 Cent. Ja gut, an einer 89 Cent Schraube soll es jetzt nicht hapern, dass der Satz auseinanderfliegt, nur weil der schon 20 Mal mit der gleichen Schraube zusammengeschraubt wurde. Ne? Hm. Wobei, wenn einer 89 Cent pro Schraube sind 80 Schrauben, also ist das... Doch schon ein bisschen was, aber... Ja, aber beim Radsatz, der so viel Tausende kostet. Genau, also immer so ein Radsatz hier, der kostet, also die gehen los so bei 4.500 Euro und 17 Zoll, für die, die es auch wissen wollen. Original Magnesium BBS. Und da sollte man jetzt nicht hier an 100 Euro, weil man eine Schraube wieder verwendet. Und dann fliegt ihr das nachher noch auseinander beim Fahren, ne? Gut, ich habe die jetzt alle mit der Hand so ein bisschen reingeschraubt. Und dann ziehen wir die gleich mit dem Drehmomenten an. Mhm. So, alles handfest angezogen. Drehmomentschlüssel habe ich auch gefunden. Der ist jetzt hier noch so ein bisschen abgetaped. Liegt daran, weil wir auch öfters andere Felgen haben. Und wenn man mal abrutscht, ist es natürlich besser, wenn man doch mal mit dem Tape irgendwo gegenkommt. Also ich würde es immer empfehlen, das Ganze abzukleben. Ist jetzt nicht hübsch, aber soll ja auch nicht hübsch sein, sondern muss funktionieren. Auch, was wir immer sagen, über Kreuz. Es wäre zum Beispiel bei denen auch gar nicht extrem wichtig, über Kreuz anzuziehen, weil, Chris, du kannst mal reinleuchten. Sie sind zentriert. Ne? Der Stern hat eine Zentrierung. Und deswegen wäre es jetzt nicht ganz so wichtig, über Kreuz anzuziehen, aber ich habe das noch so drin und deswegen machen wir das Ganze auch immer. Da war's. Gut, ich ziehe jetzt alle fest und ja, gut, Chris tut so, als wenn er was macht. Wir würden einfach mal eine vordere und eine hintere fertig machen. Oder was? Ja, machen wir jetzt. Wir bauen jetzt eine vordere und eine hintere zusammen. Dann ziehen wir noch die Dichtnaht und... Das können wir heute mal zeigen, ne? Machen wir. Deswegen bauen wir jetzt, ziehen die fest, bauen die vordere zusammen. Und dann ziehen wir Dichtnaht. Mal gucken, wie gut sie uns gelingt. Das ist ja immer, der eine muss sie, die muss perfekt aussehen. Für mich ist immer wichtig, sie muss funktionieren. Ne? Was macht eine Dichtnaht, die perfekt gerade ist, wenn sie nicht dicht hält? Deswegen. Optik vor Funktion. Nee, das ist ja wieder falsch. Ich sage ja immer Optik vor Funktion. Ja, nein, ne? Ich meine. Aber bei der Dichtnaht ist Optik vor Funktion scheiße. Nee, bei einigen meine ich. Weil du gesagt hast, einigen ist wichtig, dass es perfekt aussieht. Ja. Ne? Ne? Also sicherlich, du kannst auch mal abrutschen da mit dem Daumen, also ich ziehe sie eiskalt mit dem Daumen, ne? Aber kommt sowieso der Reifen drauf, ne? Deswegen muss sie funktionieren und nicht einfach nur cool aussehen. Wenn ja. natürlich beides ist, ist es natürlich gut, ne? Dann bist Profi. Aber es zeigen ja kaum jemand oder kaum Leute die Dichtnaht.
Ne? Weil sie geht auch manchmal in die Hose. Also optisch. Ne? Ja. Gut, ich muss festziehen, ich habe keine Zeit zum Quatschen. So, Räder sind zusammengebaut. 8,5 mal 17 und 10,5 mal 17. Finde ich richtig geil. Was sagst du? Mhm. Was sagt die Chefin? Die sitzt da in der Ecke, heimlich. Aber wieso dürfen sie nicht zeigen, weil sie hat fleißig gemalert. Nein, wir zeigen sie nicht. Dann kriegen wir Ärger. Dann kriege ich und Chris heute noch richtig aufs Maul. Ja. 10,5 ist schon geil, ne? Softie fährt weniger, ne? 9,5 oder so, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau. Was mich immer ein bisschen ärgert, das sieht hier so ein bisschen matt aus, weil wir LED-Leuchten drin haben. Wir werden, wenn die Räder auf dem Auto draußen drauf sind und das Auto steht draußen, dann zeigen wir das Ganze nochmal. Soll ich jetzt schon verraten, dass wir einen zweiten Teil machen? Klar. Oder soll ich noch nicht sagen? Nee. Nein, wir machen einen zweiten Teil davon. Weil wir ziehen jetzt die Dichtnaht. Die Dichtnaht muss ja 48 Stunden trocknen. Dann können wir erst die Reifen aufziehen. Deswegen haben wir euch heute einmal gezeigt, wie wir das Ganze zusammengebaut haben. Beim nächsten Video dann Reifen aufziehen, auswuchten und anbauen am Auto. Ne? Mhm. Im Tageslicht. Heute ist sowieso... Ja, ist schon dunkel draußen. Ungünstig. Ja, also ziehen wir jetzt einmal Dichtnaht. Habe ich vorhin schon gesagt, MS Polymer Dichtkleber haben wir, oder Dichtmasse, Dichtkleber. Klebedichtmasse steht drauf. No. Gibt es bei uns auch im Online-Shop. Ja, dann ganz normal in die Nut rein. Ich muss mir mal so ein Elektro organisieren. Ja, beim, hier wieder. Beim Norma wieder für 2,99 gekauft. Ich habe, pass auf, das Krasse ist, ich habe ja wirklich zwei neue gekauft. Das sind die falschen. Da, jetzt bin ich rum. Der muss hier, ja, der muss auch ein bisschen weiter rumkommen, damit die Leute das sehen. Ne? Hast du jetzt die ganze Zeit von der Ecke da gefilmt und es war nicht zu sehen, wie ich hier die Dichtnaht mache? Nee, ich wollte das nicht antun. Um mir den Mund fusselig rede. Aber jetzt werden sie alle drunter schreiben, der Renninger ist zu blöd, eine Dichtnaht zu ziehen. Aber ich zeige euch das gleich. Ich muss das hier vorne festhalten, weil ich den kaputt gemacht habe. Könnt ihr euch drüber lustig machen, lache am Gerät, deswegen sieht die Dichtnaht ein bisschen komisch aus. Ja. Schön aufpassen. Naja, ist egal. Was? Ab und zu mal scharf, ab und zu mal nicht. Fertig! Tada. Mehr ist es nicht. Die Dichtnaht hat jetzt vielleicht ein, zwei kleine Wellen mit drin, aber sie ist dicht und das ist das Wichtigste. Hm? Jawohl. Jetzt das Ganze 48 Stunden trocknen lassen. Fertig. Zweiter Teil, müsst ihr euch angucken, machen wir Räder drauf. Wuchten das Ganze aus, Ventile rein, ran ans Auto, Auto runter. Mehr im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.